Das ist der Trend aus Japan. Eine super leichte Kugel aus Metall, die man ganz einfach mit Hausmitteln selber machen kann. Ich zeige euch in diesem Video, wie das funktioniert, aber schreibt mir schon mal in die Kommentare, ob ihr der Trend aus Japan schon kennt. Für dieses Experiment braucht ihr Alufolie, Zahnpasta und Schleifpapier. Im Grunde genommen könnt ihr die Trend-Bastel-Alufolienkugel auch wirklich nur mit Alufolie machen, aber ich möchte einen Schritt weitergehen und schauen, ob man mit Zahnpasta und Schleifpapier, also mit Hausmitteln, das Ganze aufhübschen und richtig schön glänzig polieren kann. Na dann würde ich sagen, legen wir mit dem Experimentieren los. Wir beginnen mit der Alufolie. Wir müssen mit der Alufolie einen Ball formen und das geht am besten, wenn ihr die Alufolie Schritt für Schritt aus der Rolle zieht und dann nach und nach die Kugel formt. Umso mehr Alufolie ihr benutzt, desto größer wird später die Kugel. Wenn ihr weniger Alufolie nehmt, dann wird die Kugel wahrscheinlich auch etwas kleiner. Ich habe mich für eine handballgroße Größe entschieden. Wenn ihr die Alufolienkugel zwischen euren Händen richtig gut festgedrückt und zusammengeknüllt habt, könnt ihr mit der Alufolienrolle die Kugel zerschlagen. Das ist nicht gerade das, was ich liebe, also schlagen tue ich überhaupt gar nicht. Einfach weil ich der Meinung bin, dass man alles mit Liebe behandeln soll und vor allem wenn man irgendwas selber bastelt, umso mehr. Man gewöhnt sich aber dran und man hat sogar Spaß daran, diese Alufolienkugel mit der Alufolienrolle zu formen. Man kann irgendwie Aggression abbauen. Irgendwann wird die Kugel richtig hart werden und dann lässt sie sich nur schwer mit der Alufolienrolle zerschlagen. Deshalb habe ich zu einem Hammer gegriffen und mit dem Hammer macht das noch mehr Spaß, ehrlich gesagt. Aber da müsst ihr wirklich aufpassen. Ich habe mich aus Versehen selber auf den Finger geschlagen und das, ja, tat natürlich schon weh. Also passt auf jeden Fall auf eure Finger auf, falls ihr einen Hammer benutzt. Und jetzt kommen wir auch schon zum eigentlichen Experiment. Ich möchte die Kugel ein bisschen polieren. Was denkt ihr? Wird das funktionieren? Stoppt das Video und schreibt mir das jetzt in die Kommentare. Ich habe das auf jeden Fall mit Schleifpapier unter Wasser versucht, weil ich das in einigen Videos gesehen habe. Dann habe ich das mit Zahnpasta versucht und zum Schluss, was ich nicht aufgenommen habe, habe ich das noch mit Poliermittel versucht. Ich habe es versucht, die Kugel richtig schön zum Glänzen zu bringen. Leider hat das mit Zahnpasta und Schleifpapier nicht so hingehauen, aber ich finde, die Kugel sieht ohne Zahnpasta-Politur noch besser aus. Das ist der Basteltrend aus Japan. Was hält ihr davon? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich habe hier im Tobilotarium leider keine Poliermaschine, aber vielleicht habt ihr oder eure Eltern in eurer Werkstatt eine Poliermaschine und dann könnt ihr versuchen, die Kugel mit der Poliermaschine zu polieren. Vielleicht kriegt ihr es ja dann hin, dass die Oberfläche ganz schön glatt und glänzig wird. Aber ich bin mit dem Resultat ganz zufrieden. Was hält ihr davon? Schreibt mir das in die Kommentare und wenn ihr noch mehr Rezepte und Experimente aus dem Tobilotarium haben und sehen wollt, dann schreibt mir das ebenfalls in die Kommentare. Daumen hoch, falls euch dieses Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Falls du eine coole Idee hast, was du als nächstes im Tobilotarium sehen möchtest, dann schreib mir das in die Kommentare. Mit jedem Kommentar hast du eine Chance, im Video gegrüßt zu werden. Und falls dir dieses Format gefällt, dann lass es mir mit einem Daumen nach oben wissen. Gratis abonnieren nicht vergessen, falls du es noch nicht gemacht hast. Tschüss und bis zum nächsten Mal!